Don't look at me, please. Hallo, wer bist denn du? Bist du? Ah, du bist Harrison. Code. Take your hands off my jacket, you asshole. There's something in one of the pockets. Maybe I should ask Agnes to distract him from me for a moment. Hello. How's the party? It's all good. Go ahead, man. Grab a beer. Like I did. You look like you've had one too many. Well, it's none of your fucking business. Das ist richtig. Dude. Just try not to cause any trouble. Who, me? I'm a lover, not a fighter. But just between me and you, and the lovely bride over there, the birthday girl's got the hots for me, man. That girl's ass is the size of a football stadium. I don't think I can do it without getting super wasted. Just tell her you're not interested. Yeah, but maybe I will be. Later. I just need a few more beers. You are disgusting. Hey, you wouldn't have a cigarette, would you? I'm all out and I'm fucking dying for a smoke. Fuck off. You fuck off. Unless you buy cigarettes, then we could be friends again. Agnes, can you keep him busy for a moment? Sure, but why? I want to take a look at his coat. But we can see it quite well from here. Yeah, but not inside the pockets. Hey there, got a moment? You will not believe what happened. I just have to tell someone about it. If you stop talking for just a moment, sweetheart, how about I show you my room? I don't think so. Nah. Come on, girl. You know you want to. Leave it, man. She said no. Huh? Are you deaf or something? No means no. So stop pestering her. And how is that any of your fucking business? We can go outside and I'll show you how, you asshole. Nah, I've had too much to drink to fight you. So just fuck off, both of you. You okay? Yeah, thanks. I shouldn't have asked you to do this. That guy's a douchebag. I thought you were gonna punch him. I can still punch him if you want. No. I'm glad you didn't. It's not worth it. Okay. But thanks for stepping in, Joe. You're a real gentleman. Also gut. Das ist... Hey, hier war das Schöne. Is this gas I smell? Don't worry. I've got it under control. Ich habe aber noch kein Feuer. Dann mach ich lieber aus. So.
weiß nicht mehr, was ich mit Castor Oil machen kann. Du bist echt hübsch. Hier soll man nicht rauchen. Oh. Heißt, es ist Gas ausgegangen. Das heißt es jetzt, dass da kein Gas mehr ist? Ah, sieht so aus. Also wenn ich es wieder machen muss, will, dann muss ich wieder das Gas anmachen. Beziehungsweise muss gucken, dass der Schalter da bleibt, wo er ist. Gehen wir mal erst in Zimmer 203. So, welches war der schnellste Weg zu Zimmer 203? Ich glaube, ich hätte es gesagt so rum. Benutzen müssen. Eine ganze Kissenlandschaft hier. Das Klo direkt neben dem Bett. Das ist jetzt nicht das nobelste Zimmer. Take everything. Vielleicht kann ich mit dem Geld jetzt nochmal versuchen, Zigaretten zu holen. So, was ist das? Turnout page. Read. Lady in her head, always watching, always smiling. She must not see. Blind the bitch. Wo waren der Zigarettenautomat? Der war auch irgendwo hier auf dem Stockwerk. Genau hier. Das hier. Use. Nee. Okay. Hier noch irgendwas machen. Das ist der Operationssaal sozusagen. Nichts mehr außer den elektrischen Stuhl. So.
gehen wir hin? Ground floor, first floor. Ich denke, first floor gibt's wahrscheinlich nichts Neues. Ja, wenn wir schon unterwegs sind nach unten, dann nehmen wir alle Räume, alle Stockwerke mit. Dann werde ich wahrscheinlich das Gas wieder anstellen müssen im Keller. Da gibt's nichts Neues. Also gehen wir wieder raus. Hätte ja sein können. Immer wieder schön die Räume hier. Ist auch nichts Neues. So, gucken wir uns mal den Spiegelraum drüben an. Devil came through here. Das hier ist der Spiegel. Genauer angucken, habe ich glaube nicht gemacht seitdem. Ja, aber gibt's auch nichts Neues. Alles gut. Gehen wir weiter ins Erdgeschoss. Beziehungsweise wenn wir hier eher an der Kellertür vorbeikommen, dann gehen wir doch gleich in den Keller rein. Agnes kommt nicht mit. Traut sie sich nicht. Ach doch, da ist sie wieder. Bring it back. What is that supposed to mean? Well, I did take something from him. What? You don't want to know. Can you give it back? No, but now he's being a bitch about it. But isn't he dead? Somehow, it didn't stop him from pulling that lever back. And I've got a feeling he'll do it again and again. So, if you can't give him what he wants, then maybe we can bring him something else instead. Yeah. Let's look around for a replacement. Okay, Bohan. Brain. Ein bisschen schwierig. Also, vielleicht da, wo die vielen Sophies waren. Wo kriege ich jetzt ein Brain her? Und gut, finde ich das ja schon. Irgendwas. Telefon.
So, da gibt's einen großen Mixer. Was kann ich denn da reintun? Soll ich einem Rezept folgen? Was kann ich denn da reintun in den Topf? Schwein hat doch eigentlich einen. Poor piggy. Don't start feeling sorry for it. It was born to die. Pigs are really intelligent, you know. Their brains are very similar to ours. Ah. A pig is a pig. That's all it is. Aber ich habe nichts zum Brain raus oder von dem Schwein. Ja. Also gut. Ich habe eine Zigarette jetzt, die gebe ich jetzt dem Harrison im dritten Stock. Dann sehen wir mal weiter. Oh, fuck yeah. Hey man, you can't smoke here. See that sign? Are you for real? Who gives a shit? Look, you'll just trigger off the fire alarms and the sprinklers. Do we really want to get drenched? Well, that would ruin my hair. There's a bathroom just there. Go smoke in the bathroom. Now that's a great idea. Laters. Okay. So könnte ich die Sophie da drin killen? Aber natürlich. Nur wenn's Gas an wäre. Done already. I had to make it quick. Someone's left a fucking mess in there. Also. Jetzt brauche ich entweder. Entweder irgendwas, womit ich das Brain von dem Pig rausschneiden kann, oder ja, eigentlich das. Also im Moment weiß ich gar nicht weiter. Probiere ich später noch. Ich hoffe, ihr habt uns weiterhin Spaß. Ich verabschiede mich. Tschüss, euer Video später. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.